geht es vielen so wie uns. Man verfolgt die neuesten Nachrichten, putzt die Wohnung, versucht sich die Zeit so gut als möglich zu vertreiben. Wenn man nicht das Glück hat, mit mehreren Personen gemeinsam im Haushalt zu leben, zwingt einen das Ausgehverbot quasi zur Zweisamkeit. Und da fallen einem Sachen am Partner auf, die man noch nie bemerkt hat. Andere, die man eh schon ewig nervig findet, machen einen jetzt völlig fertig. Bei uns ist so eine Sache das Miteinander reden. Ich rede gern und viel, eher ungern und schon gar nicht über sich selber. Morgen! Guten Morgen, Schatz. Morgen. Gut geschlafen. Dein Kaffee? Möchtest du deinen Kaffee, Schatz? Was? Kaffee, ob du Kaffee willst. Na, ist Corona? Danke für deine Besorgnis und jetzt nimm endlich deinen Kaffee. Du, Schatz, sag, kennen Sie das? Jeden Tag dasselbe. Da ist man beinahe ewig zusammen und hat den Mann trotzdem in den letzten 20 Jahren kaum gesehen. Ich warte ja nur drauf, dass er irgendwann hinterm Laptop auftaucht und ein Kratzen hat. Ich muss Sie ja gar nicht dauernd sehen. Es reicht mir, wenn ich Sie höre. Und das tue ich seit Jahren und da hilft einem kein Laptop. Und wie Sie sehen, ich habe keine Glatze, ich habe nicht einmal eine Brille. Er hat keine Brille, weil er sie seit Wochen nicht findet. Also bitte, wie soll ich meine Brille ohne Brille finden? Und ganz unter uns, ich sehe sie eh lieber ein bisschen verschwommen. Du kannst also ohne Brille deine Brille nicht finden, aber lesen kannst. Wie geht ich bin das? Kurzsichtig. Du bist internetsüchtig. Du hockst doch auch dauernd hinterm Bildschirm. Ich pflege meine sozialen Kontakte. Du, ich will, dass es wieder ist wie früher. Willst du wieder in die Stadt ziehen? Nein, ich will mit dir reden, so wie früher. Wir haben doch nie... Aber mehr als jetzt. Und reden ist wichtig, finde ich. Einverstanden? Worüber willst du reden? Über uns? Vielleicht ist es ja dir auch wichtig. Was? Dass wir miteinander reden. Du redest. Na, einer muss ja den Anfang machen. Das bin ja immer ich. Von dir kommt nie was. Ich will ja auch nicht dauernd über alles reden. Du willst überhaupt nicht reden. Stimmt. Aber ich meine... Wenn wir jetzt nicht miteinander reden, wann dann? Später vielleicht. Aber wir haben doch jetzt eh nichts zu tun. Du könntest ja wieder bügeln oder staubsaugen und ich putze die Fenster. Ich habe nichts mehr zum Bügeln. Und dreimal am Tag staubsaugen, wie in der Abfahrt. Und die Fenster hast du vorgestern alle putzt. Aber gestern hat es geregnet. Was gibt es eigentlich heute zum Essen? Nudelauflauf. Nee, klar. Was soll ich machen? Aber ich nehme heute Spiralen statt Fleckern. Die Vollkornnudeln hängen mir echt schon zum Hals raus. Wenn es aber keine anderen mehr gegeben hat. Mit den Dingern kriegt der Begriff Risikogruppe eine ganz andere Bedeutung. Damit macht man keine Witze. Jetzt schon gar nicht. Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Und ich wollte endlich wieder einmal ernsthaft mit dir reden. Über dich. Über mich, über uns. Klopapier müssen wir auch kaufen. Wir haben doch noch genug. Na dann. Weißt, das wird noch lang dauern. Was, das mit dem nicht hinaus dürfen? Nein, bis wir endlich wieder einmal miteinander. Machen wir doch. Leute, nutzt die Gelegenheit, redet miteinander, lauft miteinander, geht's euch nicht allzu sehr auf die Nerven. Und vor allem, bleibt gesund.